Herzlich willkommen hier bei Festool TV. Mein Name ist Frank und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie das CMS-Modulsystem funktioniert. CMS heißt kompaktes Modulsystem und was kann man damit machen? Wir haben die Möglichkeit, handgeführte Maschinen, wie zum Beispiel die Tauchsäge, die Oberfräsen oder auch die Stichsäge, in eine Grundeinheit einzubauen und diese dann ja nicht manuell, also handgeführt, sondern tatsächlich als Tischsäge oder Tischfräse einzusetzen. Wie das Ganze funktioniert, wie man die Maschine, die Handkreissäge zum Beispiel jetzt hier einbaut, das möchte ich Ihnen zeigen. Zur Montage von der Handkreissäge brauchen wir hier eine Modulplatte. Diese Modulplatte hat dementsprechende Adaptionen, um hier die Handkreissäge TS55 zu montieren. Hier gibt es verschiedene Modulplatten für die jeweiligen Maschinen, sprich TS75 oder auch für die Oberfräsen oder Stichsägen. Die Modulplatte hat Aufnahmen in diesen Grundrahmen hinein. Und der Grundrahmen ist so ausgebildet, dass er hier Maßskalierungen hat, dass er hier Kabelaufwickler hat mit einem Schiebestock, dass ich hier einen externen Ein- und Ausschalter habe und einklappbare Füße für einen besseren Transport. Die Maschine, die Handkreissäge, wird dann auch hier direkt an dieser Grundeinheit angeschlossen. Zur Montage von der Handkreissäge legen wir jetzt diese Modulplatte in die Grundeinheit, und zwar verkehrt herum, in diesen Rahmen hinein und nehmen die Handkreissäge zu uns. Als erstes müssen wir jetzt den Spaltkeil demontieren. Spaltkeil ist dieses Teil hier im hinteren Bereich an der Handkreissäge. Wir bringen die Handkreissäge mit unserem Fastfix-System in die dementsprechende Position, nehmen dann den Schlüssel aus der Garage und lösen die hintere Schraube für den Spaltkeil. Der Spaltkeil ist entfernt und wird jetzt durch den Spaltkeil bzw. durch den Halter für die Spanabsaugung nachher montiert. Er wird ebenfalls in die gleiche Position eingesetzt wie der Spaltkeil vorhin. Wir achten darauf, dass wir hier 3 mm Luft lassen zwischen Sägeblatt und Spaltkeil, sodass hier kein kleiner Span sich einklemmen kann. Wie Sie jetzt sehen, ist das Ganze jetzt noch schwenkbar und da müssen wir nachher durch das Zubehörteil eine Arretierung montieren. Kommt aber später. Um die Säge nachher von der Tiefe her einzustellen, müssen wir dieses Adapterstück montieren. Dazu lösen wir hier vorne die kleine Schraube, legen wir kurz zur Seite und schieben jetzt dieses Teil über den Griff. Dazu lösen wir den Griff hier etwas und können das jetzt hier drüber schieben. So, die Säge wird zur Seite gelegt und mit einer kleinen Schraube, die wir vorher gelöst haben, hier arretiert. Schlüssel kommt wieder zurück in die Garage. Jetzt schieben wir die Handkreissäge in die Modulplatte. Und ganz wichtig ist jetzt, dass wir diese zwei grünen Einstellräder anziehen, damit die Maschine ausgerichtet ist auf die Modulplatte. Im vorderen und im hinteren Bereich gibt es sogenannte Druckbalken, die nach unten gedrückt werden und fixiert mit den jeweiligen Schrauben. Auch im vorderen Bereich nach unten drücken und festschrauben. Die Fastfix-Position wird jetzt entriegelt und jetzt kann ich hier praktisch überprüfen, ob die Funktion geht. Die Tiefeneinstellung
ebenfalls auf Maximum. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Schrägstellung ebenfalls zu überprüfen. Auch das funktioniert. So haben wir hier die ganzen Teile richtig montiert. Als nächstes müssen wir hier den Dauerläufer, den Permanent-Stromhalter praktisch montieren und, wie schon vorher erwähnt, diesen Feststeller, damit der Spalke nicht nach hinten wegfedert. Dazu gehen wir in die maximale Schnitttiefe, arretieren das Ganze und können jetzt dieses Zubehörteil hier hinten einrasten und somit den Spaltkeil bzw. die Aufnahme für die Spanhaube arretieren. Auch hier der Halter für den Dauerlauf wird ebenfalls aktiviert, sodass wir jetzt hier die Maschine fertig montiert haben. Was fehlt, ist die Stromversorgung. Hier nehmen wir unser Plug-It-Kabel, wird hier hinten angeschlossen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die ganze Maschine praktisch zu drehen und in meine Grundeinheit einzubauen. Wir schauen nach dem Schalter, wir schauen nach der Richtung unserer Sägezähne, gehen nach unten und jetzt habe ich die Möglichkeit, durch diese großen Schrauben hier das Ganze festzuziehen. Die Stromversorgung kommt jetzt an den Anschluss von meiner Grundeinheit und das Kabel von der Grundeinheit wird jetzt eingesteckt in meinen Staubsauger. Dann muss ich noch meine Anschlüsse montieren für die Absaugung. Einmal im unteren Bereich und im oberen Bereich. So, jetzt können wir die Säge nach oben fahren mit dem Höheneinsteller. Als nächstes werden noch verschiedene Anschläge montiert, wie dieser Seitenanschlag. Der es mir ermöglicht, jetzt hier Teile aufzutrennen. Natürlich gibt es im Zubehör Tischverlängerungen, Tischverbreiterungen und einen Schiebetisch, den ich hier an die Maschine, an die Grundeinheit montieren kann. Der Schiebetisch lässt sich bewegen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch diesen Anschlag an den Schiebetisch zu montieren und dann dementsprechende Kappschnitte vorzunehmen. Die Maschine lässt sich hier ein- und ausschalten. Und so kann ich hier wunderbar arbeiten mit der handgeführten Maschine. Einsatzbereiche sicherlich auch im Bodenlegerbereich, das heißt zum ersten Laminat, Parkett verlegen und dann wiederum mit der Handkreissäge und der Führungsschiene die dementsprechenden Türen ablegen. Nun, ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein mit dem kompakten Modulsystem CMS und freue mich auf ein nächstes Mal bei Festool TV. Ihr Frank.